Hi, kommen wir mal zu einem Faktenvideo von mir, weil ich habe mir gedacht, es ist ein bisschen interessanter als einfach nur zu sagen, wer ich bin. Und deswegen fangen wir auch direkt an, damit ihr mich kennenlernen könnt. Fakt Nummer 1. Das Tanzen ist auf jeden Fall das Erste, was mir auf jeden Fall einfällt, was mir sehr, sehr wichtig ist. Es ist einfach meine große Leidenschaft. Ich mache das seit locker 10 Jahren, glaube ich. Es macht mir mega Spaß und es ist einfach das, was mich zu dem macht, was ich bin. Wir hatten damals eine Crew. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr oft zusammen getanzt. Wir haben alle noch Kontakt und wir waren auch halt auch immer dieses... Da war dieses... Da kratzt es mich nur. Wir haben donnerstags sogar ein Fitnessstudio geschrubbt, um dann am Sonntag trainieren zu können. Alter, das war einfach so eine schöne Zeit, das ist einfach unbeschreiblich. Dieses. Fakt Nummer 2. Ich habe immer mein Geld damals mit Breakdance-Coaching verdient, wo ich Spaß drin hatte. Kommen wir zum nächsten Fakt Nummer 3. Bist du mit Ju verwandt? Julian Tintin Bam, aka Boogaloo Jump. Sein Bruder heißt Sean Bam. Die Mama, die auf einigen Videos zu sehen ist, heißt Mama Bam. Die Mama ist Malerin und braucht einen Pinsel. Der Pinsel braucht Farbe. Julian Bam hat mal mit seinen Kollegen den Pandas ein Video gedreht, namens Epic Color Battle. Battle. Ich habe damals Julian Bam auf einem B-Boy Battle gesehen. Boy. Game Boy. Game Boy wurde 1998 das erste Mal veröffentlicht. 1998 war der Mauerfall. Mauer gleich Stein. Stein liegt meist auf der Erde. In der Erde liegt meist Lehm. Adam und Eva entstanden aus Lehm, die ersten Menschen auf der Erde und die Vorfahren aller Menschen. Julian Bam ist ein Mensch, mein Vater. Fakt Nummer 4. Ich schwöre, ich habe einfach früher immer alles genommen, was ich gesehen habe von meinen Geschwistern quasi. Lagen da so 3 Kinderriegel. Dann habe ich meist sogar nicht nur eins genommen, sondern ich habe das zweite genommen und ich habe das dritte genommen. Und dann auch bei allen Produkten Kinderriegel oder Joghurt oder so. Also eigentlich hatten meine Geschwister nichts davon, beziehungsweise einer immer von den dreien. Ich glaube, ich habe nie alle 3 genommen. Oder auch doch. Ich bin einfach so ein krasser Tollpatsch, dass ich einfach, wenn ich eine Flasche in der Hand habe, es einfach fallen lasse. Auch wenn ich irgendwo hingehe oder auch einfach nur stehe, ja?
Fakt Nummer 6. Seitdem ich meine Freundin habe, habe ich einfach immer mehr Schuhe. Früher hatte ich immer nur ein Paar und heute habe ich einfach 6, 7, 8. Ich weiß gar nicht wie viele. Jordans, Pumas, Huaraches, Timberlands, Jordans. Mama, ich hab die hier nicht reingelegt. Ich weiß nicht, wie die hier reinkommen. Fakt Nummer 7. Man merkt schon, ich liebe einfach Kekse. Das kann man an meinem Video sehen. Fakt Nummer 8. Es macht mir mega Spaß, Filme zu machen, Kurzfilme zu drehen. Und bisher ist ja eins online, ihr könnt es euch gerne anschauen. Ich bearbeite gerne Bilder oder ich bearbeite gerne Videos oder Filme. Ich versuche auf jeden Fall viel von anderen YouTubern zu lernen. Und das ist das, was mir einfach Spaß macht. Fakt Nummer 9. Ich liebe meine Freunde, fast Verlobte. Dieses. Kratzt es mich nur ab. Fakt Nummer 10. Ich bin immer ich selbst und ich verändere mich für keine Person. Ich bin gerne so, wie ich bin und ich mache auch gerne das, was ich will, weil was bringt es einem, wenn wir einfach nur so tun, als wären wir irgendeine andere Person und würden nicht das machen, was wir nicht wollen. Wir müssen einfach immer das machen, was wir machen möchten. Das habe ich euch auch ganz am Anfang erzählt. Ist einfach die oberste Priorität. Einfach real zu bleiben und nicht unreal zu werden. Bleibt einfach euch selber treu und mit diesem Motto sage ich einfach mal, abonniert meinen Channel, falls ihr Lust habt, gebt einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, falls ihr Lust habt, kommentiert auch mal, da werde ich auf jeden Fall auch immer die Leute, die kommentieren, mit in die Videos einbinden, deswegen wünsche euch noch einen schönen Tag.